Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist DrawTag und ich bin ein neuer Let's Player. Ja, ich habe auch noch jemanden dabei heute. Nebrish. Ja, stell dich auch mal kurz vor. Ja, ich bin Nebrish und ich werde mit DrawTag wahrscheinlich viel gemeinsame Let's Plays machen. Und da will man halt auch mehr sehen. Genau. Und kommen wir auch gleich mal zu den Let's Plays, was wir so machen werden, würde ich sagen. Also auf jeden Fall das neue Spiel Deadlight zum Beispiel. Dann sowas wollen wir noch Gameplays machen zu Dota. Dota Smite wird noch dazukommen. Ja, Smite. Also auf jeden Fall so Dota, Smite und sowas werde ich immer mit Nibrish zusammenspielen. Viel dazu machen. Alles was man halt so zusammenspielen kann. Zu zweit mit mehreren Mann spielen kann. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall auch vor Reviews zu machen von den neuesten Games. Wenn wir es hinkriegen heißt das. Ja, so, was kann man denn so als neuestes Spiel zum Beispiel nehmen? Ja, Deadlight zum Beispiel ist ja schon relativ neu, das spiele ich jetzt, ja. Das können wir dir kurz zeigen. Zum Beispiel Crysis 3, neu. Genau, wenn, ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, aber zum Beispiel, ja, Crysis 3, wenn das rauskommt. Müssen wir mal gucken. Was kommt denn jetzt noch? Devil May Cry. Ja, halt alles, was so neu ist, versuchen wir dann halt auch zu zeigen. Zumindest ein Video dazu zu machen. Vorstellen. Ja. Vorschläge. Was wir davon halten. Genau. Und was wir auch vorhaben, ist News zu machen. Von den ganzen Games. Oder beziehungsweise was so alles so passiert. Patches, Patch Notes, News. Genau. Von allen aktuellen MMOs, Action. Ja. Also zum Beispiel, was jetzt als nächstes kommt, wäre zum Beispiel von Star Wars das kostenlose Spielmodell. Was wir davon halten. Ja. Das werden wir dann ausführlich besprechen. Erzählen. Ja. Halt zu also allen möglichen Games, so was wir so denken, was interessant ist, was wir interessant finden. Also, ja, für mich zumindest ist Smite auch ziemlich interessant, die ganzen neuen Sachen. So neue das neue Spiel. Ja, stimmt. Das neue Gameplay. Ja, zum Beispiel. Das finde ich auch ziemlich interessant. Machen wir dann auch. Also noch viel zu zeigen, erklären. Ja. Und dazu wollen wir natürlich auch euch mit einbeziehen. Was ihr sehen wollt, das werden wir mal fragen, wozu ihr das Neueste sehen wollt. Also wenn wir jetzt alle Dota sehen wollen, machen wir natürlich News zu Dota, gucken, was wir da so machen können, was wir da so finden. Oder halt, ja, Smite oder je nachdem, was ihr wollt. Wir werden dann immer so zwei Themen davon, den Sachen, die ihr uns vorschlagt, raussuchen und diese vorstellen. Und halt zusammen besprechen. Des Weiteren machen wir natürlich auch Abstimmung über die Let's Plays, die wir machen sollen. Also, wir werden euch ein paar zur Verfügung stellen dann. Erstmal von drei Games, welches ihr dann am liebsten sehen wollt, das werden wir dann auch machen. Ist ja klar, weil im Prinzip, ihr müsst euch das ansehen und ich muss es spielen. Darum, ich spiele es, darum sage ich, was ich gerne spiele und ihr dürft sagen, was ihr gerne sehen wollt. Und, ja, könnt auch gleich sagen, so was wie Minecraft und sowas, das könnt ihr gleich vergessen. Da hat Gronkh seine Monopolstellung, das will ich gar nicht erst versuchen. Ey. Auf keinen Fall. Vor allem ist das auch kein Spiel für mich, davon jetzt abgesehen. Nee. Ja, was wir noch ansprechen könnten, wäre, wenn ich mal YouTube-Partner werden sollte, falls ich das irgendwann mal machen sollte oder nicht, das weiß ich noch nicht. Was dann, ja, mit dem, es war nicht viel, was man da kriegt an Geld, aber was wir damit vorhaben, was wir damit machen werden. Auf jeden Fall werden wir natürlich dann das Geld dadurch daran investieren, dass wir bessere und hochwertige Videos machen können. Also auf jeden Fall immer Full HD liefern können. Und wir werden auch einen Teil des Geldes dazu verwenden, um irgendwelche PC-Hardware zu verlosen oder Spiele, Keys, so alles, was man halt so verlosen kann. So. Das werden wir auf jeden Fall machen. Weil im Prinzip, ihr guckt euch die Sachen an, die Werbung. Also verdienen wir das Geld sozusagen durch euch und das möchten wir natürlich euch dann auch danken, indem wir das halt auch für euch ausgeben, sag ich jetzt mal. Genau, wenn wir Spiele machen. Ja, genau. Was können wir denn noch so sagen, dass wir so... Wir werden auch zum Beispiel zu... Wenn ihr zum Beispiel zu manchen Spielen, sagen wir jetzt mal zu Smite oder Dota, wenn ihr irgendwelche... Ja, Herausforderungen für uns habt oder sowas, könnt ihr natürlich auch sagen. Spiel ohne das oder Spiel in der Ansicht oder sonst irgendwie was. Gewinne so und so oder
so von zu viele Kills oder null Tode zu kriegen, zum Beispiel. So ein paar Challenges, genau. Challenges werden wir auf jeden Fall auch machen. Challenges, genau. Ja, da bin ich mal gespannt, was da so kommen wird, was ihr uns da so zutraut. Ja. Ja, das war's auch mit der Vorstellung schon mal. Ihr könnt natürlich alles fragen, wir werden natürlich alles beantworten, wenn wir können. Ihr könnt uns natürlich dann einfach eine Nachricht schicken in YouTube und dann werden wir die beantworten. Oder halt in die Kommis posten, dann werden wir auch dann gucken, was wir machen. Antwort gibt's auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist aber auch nicht lange fragen. Nee. Also könnt ihr am besten abends 18 Uhr gucken, dann sollten die Antworten da sein. Genau. Ja, an dieser Stelle sage ich dann mal, macht's gut und viel Spaß mit unserem Content. Genau. Bye bye. Ciao, ciao.